Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Came From Nothing Box von Elias. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Came From Nothing von Elias, das Ganze am 28. August erschienen. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Deutschrap. Jawohl, es ist das Debütalbum von Elias. Wir haben hier eine quadratische, recht flache Box. Als erstes holen wir das Ganze mal aus der Folie. Und dann schauen wir mal, was wir hier so haben. Einmal die Folie erledigen und dann kann es auch schon losgehen. Wir hatten hier noch einen Sticker auf der Folie drauf und zwar lesen wir hier Came From Nothing, New Item, Katalognummer, Barcode, was auch immer. Okay, gut. So sieht das aus. In Grau, Schwarz und Weiß gehalten das Cover. Wir haben hier einen recht hohen Wohnblock. Darüber lesen wir Elias Came From Nothing, also komme von ganz unten, komme aus dem Nichts. Dann haben wir hier den Interpreten auf einer Couch. Rechts von ihm dann so ein Weißkopf-Seeadler, Verbraucherhinweis auf Englisch und links das Logo von Epic Records. So, das Ganze zieht sich hier auf der Seite weiter. Hier lesen wir auch nochmal Interpret plus Albumtitel. Oben graue Wolken und links nochmal Interpret und Albumtitel. Auf der Unterseite haben wir ganz schlicht einfach den Albumtitel, die beteiligten Logos und natürlich wieder ein Barcode. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir mal rein. Der Boxdeckel ist abnehmbar, von innen in weiß. Und dann kommen wir zum Inhalt. Wir haben hier zum ersten Mal ein Durag. Dann haben wir ein Shirt. Die Bonus-CD Flyest Alive. Dann haben wir ein Poster, das Album an sich und einen, das ist glaube ich ein Sticker, ja, einen Sticker, einen 100-Dollar Sticker. Jawohl, so die Box, wie wir sehen können, auch unten weiß. Dann packen wir das Ganze wieder zusammen und legen die Box zur Seite. Folie bzw. Kunststoff gibt es hier eine ganze Menge, also bis auf den Dollarschein und bis auf das Poster ist hier tatsächlich alles in Folie. Also wir fangen hier mal an. So, einmal. Dann natürlich das Shirt. Und als nächstes das Album an sich. Sowie dann natürlich auch die Bonus-CD. So, die kommt hier in so einer dünnen Papphülle, am besten wahrscheinlich hier bei der Schweißnaht zu öffnen, beziehungsweise einzustechen. Jawohl, wunderbar. Gut, Messer kann zur Seite und dann holen wir mal die zwei Tonträger noch aus der Folie. So, da muss man immer gut aufpassen bei so dünnen Papphüllen, dass man die nicht irgendwie beim Öffnen noch abknickt oder irgendwie beschädigt. Und natürlich das Album. So, wir starten immer mit dem Album an sich. Das ist das hier, Came From Nothing. Das Debütalbum von Elias. Kommt hier in einem regulären Jewel Case. Cover kennen wir schon von der Box. Auf der Seite lesen wir auch nochmal Came From Nothing. Und auf der Rückseite gibt es dann die Tracklist. So, 15 Tracks, wenn ich richtig informiert bin. Wir haben hier tatsächlich bei diesem Album kein einziges Feature mit dabei. Unter den Tracks sind hier jeweils die Produzenten angegeben. Und ansonsten lesen wir hier rechts noch Tracklist, darunter wieder Beteiligte und Barcode. So, Einblick ins Innenleben. Wir starten wie immer mit dem Booklet. So, was haben wir hier? Den jungen Elias vor einer Menge Mercedes-Felgen. Dann hier im Auto. Jede Menge weiterer Fotos. Also, hier noch das Logo der Black Dolphins. Und wie wir schon sehen können, ein eher Foto- als textlastiges Booklet. Fotos ohne Ende. Text bis jetzt noch kein einziger zu sehen.
So sieht das aus. Also Basketball spielt hier auf jeden Fall eine große Rolle im Artwork. Ja, also was die Infos betrifft, so textmäßig, sehr minimal gehalten. Also wir haben hier keine Lyrics und auch keine Album-Credits, was ich ehrlich gesagt etwas schade finde. So die Infos, wer an dem Album mitgewirkt hat, wer daran beteiligt war, hätte ich doch immer gerne im Booklet. Ja, dann haben wir die Album-CD. Die sieht so aus, Elias und Albumtitel. Das ist die CD. So sieht das aus. Gut, dann kommen wir zur zweiten CD, zur Bonus-CD. Und zwar dieser hier. Flyest Alive nennt sich das Ganze. Ist ein Mixtape. Und das ist schon etwas länger draußen, meines Wissens, im Juni 2019 erschienen. Wir haben hier ein recht interessantes Cover. Sieht von der Optik tatsächlich so aus, als wäre es ursprünglich für ein Tape gemacht worden. Also hier der Streifen hier für das Cover des Tapes. Dann hier in der Mitte die seitliche Abdeckung und dann auf der Rückseite eben die Tracklist. Okay, hier haben wir 10 Tracks nochmal oben drauf. Flyest Alive. Und das ist dann die CD. Kommt hier in so einem rosa Pfirsichfarben. Und wie gesagt, in einer Papphülle. So, als nächstes haben wir hier eine Kopfbedeckung mit dabei. Und so sieht das dann aus. Also ein sogenannter Durag. Genau, hier haben wir noch die Infos, was wir hier vor uns haben. Und zwar haben wir hier 100% Polyester Made in Italy. Grüße gehen raus. Und das Ganze ist dann komplett hier mit dem Elias-Schriftzug designt. In Schwarz und Weiß. Und ja, was ist das, beziehungsweise was soll man damit? Das ist das, was Elias hier zum Beispiel auf diesem Foto oder generell auf sehr vielen Fotos oder in Videos trägt. Diese Kopfbedeckung ist speziell so bei Army-Rappern eine Zeit lang sehr, sehr verbreitet gewesen. Vor allem eben bei Afroamerikanern. Ich glaube, 50 Cent war so einer der ersten, die das zumindest für mich so wirklich bekannt gemacht haben damals. Ja, ist schon eine gute Weile mit dabei in dieser Rap-Szene, speziell eben bei den Amis. So, als nächstes haben wir ein Poster mit dabei. Wie sieht das aus? Das sieht so aus. Also, hier wieder der Interpret, darüber wieder der Albumtitel und dann hier die ganzen Hände, beide Hände voll mit 100, wollte schon sagen Dollar, aber nein, das sind tatsächlich Euroscheine. So sieht das aus. Also Poster einseitig bedruckt im Hochformat. Als nächsten Inhalt haben wir dann noch den Sticker. Der sieht so aus, also ein 100-Dollar-Schein mit etwas abgeänderter Optik. Wir lesen hier 100 Dollar, United States of America, also so vom Design her recht nah dran an originalen 100 Dollar. Hier steht auch Federal Reserve Note. Allerdings hier dann natürlich der Albumtitel und hier rechts dann auch nochmal die Unterschrift eingearbeitet. Ja, Rückseite sieht so aus, also ist tatsächlich ein Sticker, den man dann hier entsprechend ablösen kann. Und dann kann man sich diese 100 Dollar hinkleben, wo man möchte. Und als letzten Boxinhalt haben wir hier mit dabei ein Shirt. So, so sieht das aus. Natürlich auch hier wieder der Albumtitel mit drauf. Und dann haben wir hier noch einen Ring. Das sind so Ringe, wie man sie aus den US-Sportwettbewerben kennt. Also kennt man vielleicht so aus der NFL oder NBA. Da kriegen die auch dann teilweise solche Ringe verliehen. Boah, der ist auf jeden Fall ziemlich mächtig. Iced Out, sein Vater und Elias Schriftzug in der Mitte. Hier auf der Seite lesen wir noch World Champions 2020. Und unten, also auf der linken Seite, dann kurz vor dem Bund hier, lesen wir noch Flyest Alive, Young AI Elias. So, auf der Rückseite ist das Ganze auch bedruckt. Wunderbar. Und zwar lesen wir hier groß, Underdog Nummer 3 und nochmals Came From Nothing. Ja, das Shirt, ungewöhnlich, man konnte es in der Größe nicht auswählen und es ist XL. Also alle Shirts hier in einer Größe und zwar XL. Elias ist ja generell dafür bekannt, dass er so diesen Oversized Film fährt und dementsprechend auch hier für seine Fans ein recht groß, recht großzügig geschnittenes Shirt, sagen wir es mal so.
Gut, das war's soweit. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte Shirt in der Größe XL. Das habe ich vergessen, jetzt würde mich doch nochmal ganz kurz interessieren, ob wir hier irgendwo Infos, genau, das habe ich gemeint, finden. So, wir haben es hier zu tun mit 100% Baumwolle und das Ganze ist manufactured for hier, made in Bangladesch. Grüße gehen raus. Also das Shirt, wie gesagt, Größe XL. Dann der Sticker in der 100$ Optik, ein Stück ist hier dabei. Das Poster einseitig bedruckt im Hochformat. Dann die Kopfbedeckung hier, Durag in Schwarz und Weiß. Das Bonus-Tape, das Bonus-Mixtape Flyest Alive mit 10 Tracks in der Papphülle. Sowie natürlich das Album an sich, Came From Nothing, im regulären Jewel-Case mit 15 Tracks. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box. Came From Nothing von Elias. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Elias unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf.